der Schwarzalba. Komm, Sally, es wird Zeit. Die Worte halten im Kopf des Mädchens nach. Wie am Abend angekündigt, war die Großmutter eine halbe Stunde vor Mitternacht in ihr Zimmer gekommen und hatte sie geweckt. Sally fror erbärmlich, kaum dass sie unter der warmen Daunendecke hervorgekrochen war. Sie schlüpfte in die bereitstehenden Pantoffeln und wickelte sich anschließend mit zittrigen Fingern in ihre grobe Strickjacke. Dann folgte sie der alten Frau mit müden und vor Furcht aufgerissenen Augen. Der Schein der Laterne enthüllte nur zaghaft die mattgrauen, abgeriebenen Steinstufen der schmalen Treppe. Der felsige Gang, in den sie keine 2 Meter unter ihnen endete, lag in grubenschwarzer Dunkelheit. Sally zögerte. Träge nicht, Mädchen! Die kratzige Stimme der Alten troff gleichsam für Ungeduld und Vorfreude auf das Opfer fest. Ihre knorrige Hand griff nach Sallys Arm und zog sie mit sich. Als sich der Gang nach schier endlosen Minuten zu einer runden, mit unstetem Kerzenschein erleuchteten Kammer verbreitete, ließ die alte Frau das Mädchen los. Die Stelle, an der sich Großmutters Fingernägel in Sallys Haut gegraben hatten, brannte wie Feuer. Trotzdem widerstand Sally dem drängenden Impuls, ihre Hand schützend darüber zu legen. Grobe Nischen waren an allen Seiten der Kammer in den grauen Fels gegraben, so tief, dass Sally ihr Ende nicht sehen konnte. Die Schatten, die sie verbargen, riefen die Albträume der letzten Nacht nach. Irgendetwas bewegte sich darin. Entsetzt presste sie die Augen zusammen. Ein grober Stoß der Großmutter holte sie in die Wirklichkeit zurück. Jemand trat aus dem Halbdunkel der Nische neben ihnen in das Kerzenlicht. Dann noch eine Gestalt und noch eine. 5 an der Zahl. Allesamt Frauen aus dem Dorf. Ein ersticktes Schluchzen entrang sich Sallys Kehle. In Panik fuhr ihre Hand zum Mund, in Erwartung einer empfindlichen Strafe, doch ihre Großmutter beachtete sie nicht. Mütter des Dorfes, die Zeit ist gekommen, das Alpha-Blot zu begehen. Gemeinsam beschwichtigen wir den dunklen Alben zum Schutz unserer Nachkommen, zur Bewahrung der Kinder. Bringt nun die Opfergaben. In der Mitte der Kammer lag ein schwerer Findling. Dessen breite Oberfläche hatte bereits viele Jahre als Altar gedient. Undefinierbare Schlieren von rötlich-brauner Farbe und abgründige Kratzer zogen sich kreuz und quer darüber, wie Überreste längst vergangener Opferfeste. Körbe, angefüllt mit Kräutern und Früchten, wurden hervorgeholt und auf dem Findling angerichtet. Sally erkannte die schmutzig-gelben Blüten des Birkenkrauts und schwarz glänzende Tollkirschen, golden schimmernde Ähren und rote Äpfel. Zuoberst wurden die noch dampfenden Kadaver toter Kaninchen und Ratten gelegt, mit offener Bauchhöhle. Der Gesang begann, als alles zur Zufriedenheit der alten Frau bereitet war.
harte, metallische Klicken des Schlüssels, mit dem ihre Großmutter die Tür zu Sallys Zimmer verriegelte, ließ das Mädchen zusammenzucken. Großmutter war wütend gewesen. Sehr wütend. Hier drin bleibst du meinetwegen, bis dein kleiner, gottloser Körper verschimmelt ist, hatte sie geschrien, dabei wie eine Furie gespuckt. Der nasse Speichel war in zähen Tropfen an Sallys Wange herabgelaufen. Die Schläge der alten Frau hatten das Mädchen weniger getroffen, als die von Abscheu erfüllten Worte. Du trägst die Schuld, du allein, du verfluchter Wechselbalg, du Teufelsbrut. Mehrere Minuten stand Sally einfach nur da und starrte auf das Holz der verschlossenen Tür. Sie weinte leise. Großmutter hatte gesagt, dass der dunkle Alve die Gabe abgelehnt hatte, wegen ihr. Der schwere Blutgeruch der toten Tiere klebte immer noch in ihrer Nase. Sally würgte saure Galle. Was hatte sie denn nur falsch gemacht? Es war doch ungemein wichtig, dass der Schwarzalber besänftigt wurde. Der nächtliche Unhold entstammte der Welt hinter dem Vorhang, dem Albenreich. Wem er erschien, dem brachte er Tod und Verderben, hatte ihr Großmutter immer und immer wieder eingebläut. Im hinteren Winkel des Zimmers, abseits von der lichtspendenden Kerze, veränderten sich plötzlich und lautlos die Schatten, wurden zu einem unablässigen Wimmeln und Winden aus grauem Nebel. Ein diffuser Körper von jeglichen begrenzenden Linien befreit, ballte sich dort zusammen. Erst zwei, drei, dann unzählige wurmartige Fortsätze wandten sich aus der Dunkelheit, formten sich neu, bildeten scharfe Krallen und Spitzen, verloren sie wieder, flatterten in einen imaginären Luftzug, wurden wieder schattenhaft, nur um erneut an flüchtiger Substanz zu gewinnen. Schließlich warf die düstere Gestalt das Schwarz der Nacht ab. Sie schillerte nun in tröstlichen Farben, wie das Perlmutt einer Auster, während sie unhörbar von hinten an das Mädchen herantrat. Sei nicht traurig, Kleines, ermutigte sie das Mädchen mit sanfter Stimme. Es wird alles wieder gut. Wir werden es wieder gut machen. Sally drehte sich nicht um, als sie die Stimme ihres seltsamen Freundes hörte. Geräuschvoll zog sie die Nase hoch. Meinst du wirklich? Aber natürlich, du kannst mir vertrauen. So wie immer. Meine schattenhafte Hand legte sich beruhigend auf ihre Schulter und tätschelte sie. Dann floss die Gestalt in einer nebligen Schwade um sie herum und verfestigte sich wieder. Ein Lächeln aus Reißzähnen entstand genau vor Sallys Gesicht. Wir werden sie bezahlen lassen für das, was sie dir angetan haben, Kleines. Wir feiern unser eigenes Opferfest. Nur wir beide. Der Schwarzalb nickte auffordernd. Komm, Sally, es wird Zeit.
Dankeschön.